Im Lande Mordor, in den Feuern des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring. In diesen Ring floss seine ganze Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Der Reihe nach verfielen die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Der Sieg war nahe, doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Und es geschah in jenem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Tausende von Jahren blieb der eine Ring verloren. Doch nun gab das Schicksal den Ring in die Obhut des unwahrscheinlichsten Geschöpfes, eines Hobbits, Frodo Beutlin. Mit der Unterstützung seiner Freunde bricht Frodo zu einer gefährlichen Reise auf, ins Lande Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Doch erneut hat sich der dunkle Herrscher Sauron erhoben und voller Rachedurst führt er seine Armee, die nur zu einem Zweck gezüchtet wurde, zur Vernichtung der freien Völker Mittelerdes. Sauron ist nun auf der Suche nach dem, was in vergangenen Zeiten sein eigen war. Sollte Sauron den einen Ring finden, wird er erneut Dunkelheit über Mittelerde bringen. So, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Format bei mir. Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde. Ein Spiel, das jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Ich weiß gar nicht genau, wann es erschienen ist. Ich weiß nur, dass es das Spiel seit 10 Jahren nicht mehr zu kaufen gibt. Oder nur noch sehr teuer zu erhalten ist. Da die Rechte ausgelaufen sind. Also EA hatte damals die Rechte, dieses Spiel zu machen, und die Rechte sind ausgelaufen und wurden nicht mehr erneuert. Ich natürlich hatte noch eine Kopie von damals, weil als großer Herr der Ringe-Fan, ne, logisch, konnte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen, weil Herr der Ringe und Strategiespiel, das ist genau meins. Ja, ich habe es zum Laufen gebracht. Es war gar nicht so einfach, das Ganze dann zu updaten und zu patchen und so hinzukriegen, dass ich jetzt sogar eine echt gute Auflösung habe. Für euch kurz der Hinweis, so wie in meinen Hogwarts-Videos, ich möchte gerne den Tolkien-Podcast grüßen. Das ist ein Podcast, der genau eben Tolkien, ne, der sich mit Herr der Ringe befasst. Sie haben die Herr der Ringe Bücher besprochen, die haben den Hobbit besprochen, sind jetzt gerade dabei, das Silmarillion zu besprechen, machen aber jetzt parallel auch andere Bücher, wie jetzt zum Beispiel Harry Potter Buch 1. Ich möchte die zwei grüßen. Max, Ramon, ihr macht eine super Arbeit. Ich danke euch für eure Initiativen, für das, was ihr tut. Und wenn ihr da gerne vorbeischauen wollt und mal reinhören wollt, ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Und zwar werde ich den Discord kann ich auch verlinken von den beiden, kein Problem, aber in erster Linie den Podcast auf Spotify. So, Freunde, dann wollen wir gar nicht lange rumbabbeln. Fangen wir an mit der Kampagne. Gute Kampagne, natürlich. Und wir fangen mal auf leicht an, weil natürlich können Sie da viele sagen, ja, leicht ist ja langweilig. Sage ich, nee, leicht ist genau, um euch die Story zu zeigen, um euch das Spiel zu zeigen. Genau das Richtige. Und es ist trotzdem herausfordernd. So, das hier ist die Strategiekarte, sage ich jetzt mal. Wir haben hier Mordor zum Beispiel.
Schicksalsberg. Mordor ist das Reich des dunklen Herrschers Sauron. Er herrscht über das Land und alle, die es betreten. Also der erzählt, wie sie? Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Heute ist der Halbling Frodo Beutlin der Ringträger. Er wandert in Begleitung einer Gemeinschaft aus Vertretern der freien Völker Mittelerdes nach Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Freunde, ihr seht hier die unterschiedlichen Orte. Isengard, hier haben wir Lothlorien. Im unten links sieht man das. Das sind alles Level nachher, wo man kämpfen kann, oder? Das Helm's Klamm. Natürlich Minas Tirith. Oder hier das Schwarze Tor. Das ist Akt 20. Also es sind viele, viele Level. Wir haben hier eine Armee Mordors, 10 Belagers, 2500 Orks, 100 Troll. Also da geht richtig die Luzi nachher. Hier ist die Isengard-Armee, gibt's die schon? Ja, die ist hier. Die Isengard-Armee, Lords, Uruks und so weiter. Also es ist echt übelst geil gemacht. Hier ist Hobbingen, also das Auenland. Reh. Also alle wichtigen Orte, Bruchtal, gibt es tatsächlich hier im Spiel auch. Ich muss mal ganz kurz, ich sehe das jetzt gerade, meine Kamera ein bisschen runterschieben. Weil ich hatte da einen Schlitz unten, das gefällt mir gar nicht. Ja Leute, wo starten wir? Hier geht's los, die Gemeinschaft. Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas, Frodo, Pippin, Merry und Sam. Was ich halt geil finde, unten links immer die Bilder aus den Filmen. Und wir müssen nach Moria. Unsere erste Mission ist Moria. Dann legen wir los. Die Minen Morias. Einst eine blühende Zwergenstadt. Heute ein mit Orks verpestetes Labyrinth. So Leute, was ist wichtig in dem Spiel hier? Wichtig ist, die Helden und Einheiten, die leveln. Das heißt, man nimmt die mit in die nächsten Missionen. Wäre ja blöd, wenn man jetzt Legolas hat und in der nächsten Mission spielt man ihn nicht mehr. Das heißt, jeden Levelaufstieg, den ich mache, behalten die. Und dadurch schalten die auch Fertigkeiten frei. Umso wichtiger ist es, alle Helden gleichmäßig zu leveln. Das versuche ich hier auch zu machen, weil hier gibt es Bonus-Level, das werdet ihr dann sehen. Und desto schneller die hochkommen, desto besser. Also auf jeden Fall mal die Hauptkämpfer, sage ich jetzt mal. Aragorn, Gandalf, Gimli, Legolas. Die level ich definitiv. Boromir. So, und so sieht das Ganze aus. Sie nennen es eine Mine. Originalstimmen. Eine Mine. Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es... Also normalerweise habe ich hier unten nicht so viele Helden. Das heißt, ich bleibe jetzt mal rechts unten. Ich sitze jetzt über Sam und Merry. Die seht ihr jetzt nicht. Hier ist Pippin hier außen. So sieht es aus. Wir haben hier Fähigkeitenpunkte. Das heißt, wir können verschiedene Fähigkeiten freischalten, wie zum Beispiel heilen. Elbengaben, die Helden verursachen mehr Schaden. Macht der Ishtari. Gandalf kriegt mehr Schaden und so weiter und so fort. Und die dunkle Armee ist die letzte. Wir machen die Helden verursachen mehr Schaden, weil wir spielen ja jetzt erstmal nur mit den Helden. So. Wir haben Missionen. Führe die Gemeinschaft durch die Hallen. Einer der Gefährten muss überlegen. Vernichte den Balrog. Also hier muss man den Balrog vernichten. Wäre ja blöd, wenn Gandalf sterben würde. Bonus kaufen Fähigkeit. Haben wir gerade gemacht. Finde 5 Schätze, Mama und steige mit allen Helden in Level 2 auf. So, und die Bonusse, die bringen natürlich dann uns auch was. Deswegen nochmal ein Grund mehr, mit allen Helden aufzusteigen. Wir hätten niemals herkommen dürfen. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Treibt sie zurück! Egal wie! Verschont keinen von ihnen! Ihr seht jetzt hier unten, die haben eine Erfahrungsleiste hier drumherum. Dieses kleine blaue beim Legolas sieht man es jetzt. Gandalf zum Beispiel nimmt jetzt diesen Boromir, nimmt diesen Schatz. Der hat jetzt Level 2 erreicht.
Das heißt, der Boromir bleibt jetzt aber auch zurück. Damit die anderen die Gegner bekommen, um zu leveln. Reichtum Morias beruhte nicht auf Gold oder Edelstein, sondern auf Mithril. Mithril? Sei wachsam. Es gibt in den Tiefen der Welt noch ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Ja, wo sind sie, die Orks? Ich höre sie doch. Da sind sie. Treibt sie zurück! Schnell! Also, ihr seht, der Legolas steigt am schnellsten, weil der schießt, natürlich. Der kann natürlich so, Boromir ein bisschen hinterherziehen. Der kann natürlich anders Schaden austeilen. Sammelt Erfahrung, Leute. Jetzt bekommt wer ist am niedrigsten? Gandalf. Ein Schatz! Gandalf und Boromir bleiben zurück. Hier geht's jetzt ab. Aber also die Helden sind schon überpowered, das muss man schon sagen. Wir sollten zur Pforte von Rohan. Still jetzt! So, dort oben ist schon ein Roll, aber ein Schatz. Dann nehmen wir jetzt beide mit. War Legolas, hier hat eine Fähigkeit, der Falkenangriff. Den jetzt der hier abkriegt. Zwei Pfeile machen sich auf. Der Gestank ist unerträglich. Oh ja, der schmeißt Steine, geiler. Aua! Sie haben Pfeile. Noch eine. Legolas ist Stufe 2. Dann nehmen wir Gimli. Er hat jetzt auch Stufe 2. Ihr seid jetzt die Nächsten. Ja, auch das Artwork richtig geil. Also ich sag ja, ich habe sogar die Auflösung noch ein bisschen aufgemotzt, so gut es ging. Das ist ein altes Spiel. Freunde, sammelt euch. Vernichtet sie! Reicht die Hand! Schnell! Hinter dir, Herr Frodo! So, die können jetzt da aufräumen. Die weiße Stadt wird nicht fallen! Nein, nein. Schützt die Hobbits. Ja, die Marmel ist schon. Macht euch kampfbereit. Die Hobbits. Wir sind bei dir, Aragorn. So, hier gibt es jetzt zwei Wege. Wir gehen jetzt hier oben rein. Da gehen wir aber alle mit. Weil wer kennt den Raum aus dem Film?
Ich weiß es auf jeden Fall, welcher Raum das ist. Hinter diesen Türen lauert das Böse. Da wieder die Einblendung vom Film. Wir lassen niemanden zurück. Jetzt wird's traurig. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Orks. Sie kommen. Boah, ist so geil. Die Original-Film. Plus Einschnitte. Sie kommen! Es gibt ein Bergwerk in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Attacke! Vernichten Sie! Alle rein! Zwei. Bodo hat auch gleich Level 2. Die weiße Stadt wird nicht fallen! Ich habe meinen Höhlentroll! Legolas, viel auf dein Auge! Ist das ein Hof? Ja, wir entwickeln auch Hilfe gleich Level 2. Hilfe! Geht nur noch der Aragorn. Besser so. Ah, es geht richtig ab. Die Troll, der ballert alle weg hier. Aber ich sage, die Helden haben so viel Leben. Also, ihr seht selber, der Aragorn ist jetzt ein bisschen Geld mal. Wie ist jetzt, haben sie alle Angst bekommen, weil ich das Horn Gondors gezündet habe. Jetzt kommt Gandalf. Alle tot. Und nochmal Trolle. Der Feind ist da. Trolle, Gandalf. Ich werde mich beeilen. Jetzt kommt der Rest auf, Level 2. War das schon alles? Gandalf, Der Aragorn hat die Fähigkeit zu heilen mit Atelas. Jetzt sind alle wieder voll. Der Troll dürfte tot sein. Zur Brücke von Khazad Dûm. Aber dann ist doch hier bestimmt noch ein... Ist da kein Weg? Ach, da kommen wir gar nicht mehr durch. Na, egal. Irgendwo gibt es auf jeden Fall nochmal so ein Erfahrungsding, glaube ich. Wir müssen zur Tür. Da kommen sie. Oh, sie sind ohne Bauer. Ja. Zurück, ihr Teufel. 45, 46, 47. Jetzt liege ich vor, Herr Elf. 50, 51. Die Seid zwei. Ihr sicher, dass ihr Schritt halten könnt, Herr Zwerg? Fünf Schätze finden. Wie viel haben wir bis jetzt? Zwei oder drei? Vorwärts! Hier! Meine Axt macht euch alle einen Kopfknüpfe! Alles? Ja! Hierher! Aragorn! Zittert vor meiner Axt! Vorsicht! Bringt ihn zu Fall! Schnell! Lauft! Aragorn ist jetzt Level 3. Was ist das für eine neue Teufelei? Ein Balrog von Morgoth. Ja, gut. Ein Dämon aus der alten also, Welt. Manche Dinger sind ein bisschen verändert ein Feind zum Film. Gegen den ihr nichts tun könnt. Lauft! Glaube, ich habe hier tatsächlich einen Schatz vergessen. Na egal. Auf geht's, Jungs.
Die Brücke ist nah. Weiter, weiter. Die Musik und alles ist ich so geil. Ein großes Unglück. Bleibt nicht zurück! Komm alle. Vernichtet sie alle! Der Nebulus räumt jetzt mal auf. Ich werde mich beeilen. Achtung! Mach deinen letzten Atemzug. Er wird die Sonne nie wiedersehen. Ich werde mich beeilen. Überlass ihn mir. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Überlass ihn mir. Ja, also der Legolas mit seinem Bogen ist jetzt, der räumt halt mal schnell auf. Der macht damit am meisten Schaden von allen. Links unten Originalfilter wieder. Du kannst nicht vorbei! Ich bin verwundet. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers, Gebieter über die Flamme von Arnor. Attacke! Also man kann den Balrog nur mit den Fähigkeiten Gandalfs Schaden machen. So normal schlagen bringt nichts. Kämpf weiter! Flamme von Udo! Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Ja, aber der Balrog ist hier jetzt im Spiel eigentlich kein Thema für mich. Muss man sagen. Zurück zu den Schatten! Bleibt zusammen! Hinfort! Diener des Schatten! Oh, der Balrog mit dem Sieg. Der Balrog von Moria ist nicht mehr. Ja, gut. Nach dem Sieg über den Balrog. Das Spiel ist ein bisschen anders. Ihre gefährliche Reise fort. Aber trotzdem geil. Also die 5 Schätze haben wir nicht gefunden. Aber schon nicht schlimm. Hier sieht man jetzt die Statistik. Immerhin 4000 Punkte gemacht. Alle Helden sind aufgestiegen. Einheiten hatten wir keine. Wir bekommen einen Fähigkeitspunkt. Hier sieht man jetzt, wie viele besiegte Gegner in der Mission und in der Kampagne. Also Legolas, das ist das, was ich gesagt habe, mit Abstand am meisten gekillt. So, jetzt kommt man auf die Kampagnenkarte. Moria ist erobert, sozusagen. Während sich der Schatten Saurons über das Land senkt, müssen Eomer und seine Reiter die Dörfer Rohans verteidigen. So geil gemacht. Das ist Eomer, deine Ruhieren. Und da gibt es jetzt 3 verschiedene Möglichkeiten. Entweder man tut die Westfold verteidigen, bekommt 10% mehr Rohstoffe. Man verteidigt Rohan an sich, bekommt 20 Kommandopunkte. Das heißt, man kann mehr Truppen
befehligen. Oder man verteidigt das östliche Rohan und bekommt eine Spezialfähigkeit. Manchmal ist es so, dass man zwei Missionen spielen kann, manchmal nur eine. Da muss man sich dann halt entscheiden, was man haben will. Jetzt am Anfang brauche ich die Kommandos noch nicht. Deswegen würde ich auf Spezialfähigkeit gehen, weil Spezialfähigkeit ist wieder das hier. Die Macht des Elbensterns. Oder Rohstoffe. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die erste Mission, Schlacht um Mittelerde. Wie gesagt, das Spiel gibt es seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr zu kaufen. Also es wird nicht mehr produziert, da die Rechte ausgelaufen sind von EA. Man bekommt das Spiel noch über eBay oder Amazon, also vereinzelt, aber zu sehr teuren Preisen. Also ich habe teilweise gesehen 180, 190 Euro. Ich bin froh, dass ich es noch habe. Zeige ich es euch gerade mal schnell. Ist noch Originalverpackung von damals. Ja, habe ich mir damals gekauft, wo es neu war. Ich schaue gerade mal. Kam heraus. Das müsste ja dann irgendwann nach dem Film kommen. Nach dem dritten Film. Kommen sein. 2004. Also wird jetzt dann nächstes Jahr 20 Jahre alt Spiel. Kam dann ein Jahr nach Ende der Trilogie. Ich glaube 2003 kam der dritte Film. Müsste ich lügen. Ja Leute, in den nächsten Folgen werde ich dann noch mehr erzählen und mehr babbeln und ein bisschen mehr dabei sein. Jetzt wollte ich euch in der ersten Mission einfach mal das Spiel genießen lassen und auch die Atmosphäre, die ist echt geil. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal speichern. YouTube. Und da werden wir dann das nächste Mal noch weitermachen. Dann geht es hier weiter mit entweder Westfold oder östliches Rohan. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was ich nehmen soll, welche der drei. Westfold, Rohan, östliches Rohan. Dann könnt ihr das gerne entscheiden. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like, ein Abo da. Und nochmal der Hinweis, schaut beim Tolkien-Podcast vorbei. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Ich hab sämtliche Folgen gehört bisher. Die sind Angeber, ich weiß aber. Ne? Und ich muss sagen, Max und Ramon, ihr macht einen super Job. Danke euch dafür. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge oder in einem anderen Video bei mir. Macht's gut. Bye, bye.